Das ist mit Knuspertoast passiert, weil wir, ja, wobei es hat 97% Like-Rate. Ehre. Ich habe mich Real Talk erschrocken, als ich gesehen habe, dass alle Videos bei Knuspy weg sind. Junge, einfach Sherlock Holmes, übelst krass, was hier steht. Okay, jetzt bin ich gespannt. Übel krass, Dieses Thema. wir gucken mal, wo Knuspertoast ist. Am Anfang. Anstatt der Vergangenheit nachzutrauern, könnt ihr auch uns abonnieren. Ich habe euch dafür eine Liste in die Okay, Beschreibung gepackt. nice, Alle nice. Jungs geben sich davon echt viel Mühe und machen aufwendigen und qualitativen Content. Warum Knuspertoast verschwand? Wir gehen die Ereignisse chronologisch durch, damit wir ihn besser verstehen können. Alles fing Vinny, hiermit moin, an. grüß dich, Bruder. Er hatte finanzielle Probleme und machte Patreon auf. Danach kam erstmal nix. Ab und zu kamen Twitch-Streams. Er öffnete einen Discord, den er später aber wieder löschte. Sein PC stürzte ab und sämtliche Projektdaten gingen verloren. In der Zeit war er ab und zu in Pergamins seinen Twitch-Streams dabei. Er bestellte sogar einen. Ich kann mir auch, Leute, das ist jetzt bloß eine Vermutung. Aber guckt mal, wie inaktiv Knuspertoast ist. Und jetzt überlegt euch mal, denkt ihr wirklich, dass der PC abgeschmiert ist und deswegen keine Videos kamen? Und jetzt, nachdem er gesagt hat, er macht wieder Videos, kamen wieder keine Videos. Denkt ihr wirklich, also dann ist wahrscheinlich der PC auf einmal zweimal abgeschmiert. Oder dreimal oder viermal. Also diese Zufälle sind extrem krass, ja. PC und teilte das dem Stream mit. Er postete dann auf Patreon, dass es nichts mehr mit dem Video wird. Er war sich einem Shitstorm schon bewusst. Und schon jetzt versuchte Knusper Ich glaube einfach, der hat psychische Probleme, kann ich mir auch vorstellen. Oder irgendwas ist in der Familie. sich in den Kommentaren sich dagegen zu rechtfertigen. Er machte auch ein Mini-Statement. Als er dann das richtige Statement-Video veröffentlicht hatte, ignorierten sämtliche Leute die Warnung am Anfang, was dazu führte, dass die meisten das Video persönlich gar nicht angeguckt hatten, sondern direkt mit der Meinung der anderen Streamer. Danach kam es schnell zu einem Kontervideo von KuchenTV. Knuspi hatte keinen Bock mehr auf den Beef und tweetete das auch. Für mich kam es so rüber, als wäre Knuspi fertig mit dem Beef, aber den nächsten 6 Monaten. Es gab nie Beef. Es gab niemals Beef zwischen Knuspertoast und KuchenTV oder Knuspertoast und mir. Es gab nie Beef, weil dann hätte man eine richtige Auseinandersetzung gehabt. Wir haben ein Video gemacht, Knuspertoast hat darauf geantwortet und das war's. Knuspertoast ist aber auf gar nichts weiter eingegangen. So, von daher, es gab nie Beef, ja. Monate folgte kein einziges Video. Nur ein Twitch-Stream, wo ich, by the way, auch gebannt wurde. Jungs, das sind erstmal die Grundlagen, die jetzt. Hä, was? Was war das? Twitch-Stream, wo ich, by the way, auch gebannt wurde. Jungs, das sind erstmal die. Er hat das hier geschrieben. Du kennst mich, Starkbruder, woher? Ach ja, King Bruder, zieh deinen Kanal durch. Komm schnell, Discord. Komm schnell, mein Discord. Guck das neueste Video an. Ich wollte doch nur joken, es war ein Spaß. Das hier ist eine Zensur. Ich erhebe. Okay, stark, stark. Sehr wild. Die Claudi, Grundlagen, moin. jetzt gehen wir in die Details. Oh, Junge. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das erschreckt mich. Oh Junge, was, wie kann man so laut sein? Seine Videos wurfen nicht mehr genug Geld zum Leben ab. Er hatte ja auch gesagt, dass das Geld, was wir bezahlen, direkt für die Videos wären. Er stand zur Entscheidung, entweder macht Knuspi weiter Videos oder er geht arbeiten und steigt aus dem Business. Die meisten sagen ja, er hätte wenigstens ein Statement-Video machen können, aber das hat er schon früher beantwortet. Der Screen ist aus dem Mai 2020. Einfach ein Statement-Video flüsternd machen, damit die Fans Bescheid wissen. Naja, man kann flüstern nicht ganz so unterhaltsam sein und bin, sowas angeht, zu perfektionistisch. Auch wenn meine Thumbnails alle Dreck sind mit gelbem Rahmen und what the fuck und viel mehr, aber keinen Bock mehr zu schreiben, lol. Ja. Ja. Das Ding ist, Menschen bezahlen Geld, damit du Videos machst und du gibst keine Rückinfo, was eigentlich damit passiert, mit dem Geld und generell allem. Versteht ihr, wie ich meine? Also, ist doch unangenehm, Leute. Ist da einfach unangenehm, muss ich euch ehrlich sagen. Deswegen, ja, ey, keine Ahnung, was. Also, find ich ein bisschen Trash. Test, Test. Ja, moin, 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 Warum moin, macht moin, er moin, Twitch-Streams? moin. Er hat sich sehr viel Mühe bei seinen Streams gegeben. Es gab sogar ein Snoopy-Turnier und viel mehr. Ich bin ehrlich, ich finde dafür Alter, keinen Grund, perfekt. warum er die Twitch-Streams gemacht hat. Es könnte ja sein, dass er während den PC-Problemen keinen Rechner zum Schneiden hatte, also beide PCs waren in diesem Moment kaputt. Wusstet ihr aber, dass Knuspi zwei Laptops hatte? Wir alle kennen diese Kiste hier. Aber in einem Stream von Perga postet er diesen Link. Genau so hat er sich Daniels Stream angeguckt. Aber das war ein anderer Laptop. Tatsächlich hatte er aber diesen Laptop schon sehr lange. Und gerade nicht erst neu. Man konnte den Laptop schon in einem Video
Video um 2016 herum sehen. Dazu meine ich auch, dass der Laptop auch einen Akkuschaden hatte. Also ist er wahrscheinlich nutzlos. Er hat in einem Stream mal gesagt, als die Kacke mit KuchenTV am Dampfen war, dass er Bock darauf hatte, Videos zu bringen. Aber er müsste sich erstmal der KuchenTV und der Alpha-Kevin-Sache widmen. Eigentlich hatte ich mega Bock, mit Knuspertoast wieder etwas zu starten, aber konnte es auf YouTube nicht nach Laune, weil ich dann mich ja erstmal dem ganzen Scheiß stellen müsste. Deshalb habe ich stattdessen ein paar Mal Underground für 50 Leute gestreamt und mir teilweise für die Streams mehr Mühe gegeben, als für so manches Video. Dann gab er dazu... Ja, das ist auch Trash. Ja, das ist halt auch einfach Trash. So, dann soll er einfach so Videos machen und nicht wegen irgendwas... Also, da muss ich auch sagen, das finde ich auch absoluter Käse. Ich meine, wenn er keinen Bock hat, sich dazu zu äußern, dann äußert er sich nicht dazu. Es gibt so viele Leute, die müssten, also wie die Prank Bros, die haben auch immer die Kritik einfach ignoriert und fertig war. Die haben die Kritik ignoriert, haben ihre Videos gemacht. Genau das könnte Knuspertoast auch machen, weil die Leute nicht verlangen, dass da irgendwie Statements oder so kommen, sondern die wollen einfach Videos von Knuspertoast sehen. Wenn er darauf keinen Bock hat, dann ist es einfach so. Ja, zu also auch ein Mini-Statement auf Insta ab mit einer sehr interessanten Location. Stabil. Da hat er wohl auf diesem Feld ja sein Video aufgenommen. Nummer 3. Wo ist das? Also der wohnt ja irgendwo bei Görlitz, ne? Görlitz? Stabil. Ich glaube Görlitz, ne? Birkenstock Production Sachsen. Görlitz Gebirgsdorf. Genau, McDonald's hier noch, okay. Da hat er wohl auf diesem Feld ja sein Video aufgenommen. Nummer 3. Was macht er mit dem Patreon-Geld? Er hat sich bei Hardware Deals einen PC gekauft mit einer 2060 oder 2070. Ich bin ehrlich, ich weiß es nicht mehr. Er hat sich mit dem Geld auch einen Kühlschrank gekauft und laut Knuspi nur noch das Nötigste geholt. Deshalb habe ich bis jetzt auch mit dem Geld so gut wie nichts gekauft, außer weiterhin das Nötigste... Ich habe 30.000 Dollar von Kindern. PC und einen Kühlschrank. Ansonsten ist mein Lifestyle im Moment fast derselbe wie vorher auch. Also im Grunde wissen wir nicht mehr als vom PC und dem Kühlschrank. Er hat ja aber eine stabile Summe von 14.000 Euro anhäufen können, was eine sehr große Menge an Geld ist. Ich habe Knuspi mal während einem Stream nach dem Mietpreis seiner Wohnung gefragt. Und ehrlich gesagt ist das sehr wenig, was er da zahlt. Aber ihr... Hä? Warum zensiert er das? Wie viel zahlst du für die Miete? Und hier schreibt er so und so viel Euro. Dann sag doch, wie viel Euro. Also, du bist doch eh gebannt. Also, das ist ja öffentlich. Das ist ja nicht mal eine private Nachricht. Das ist ja eine öffentliche Nachricht so. Nach dem Mietpreis seiner Wohnung gefragt. Und ehrlich gesagt, ist das sehr wenig, was er da zahlt. Aber ihr müsst bedenken, das ist nicht die einzige Ausgabe, die dazukommt. Dazu kommen Nahrungsmittel und Versorgungen, Energiekosten, Versicherung und so weiter. Und da ist man ganz schnell bei 500 Euro im Monat. Nummer 4. Ja, bist du bei deutlich mehr als 500 Euro im Monat, aber egal. Ja gut, wobei, es kommt drauf an, auch was du für Versicherungen hast, aber guck mal, wenn der 14.000 Euro verdient, was weiß ich, netto, oder hat vielleicht brutto 20.000 verdient oder so, keine Ahnung, ne, je nachdem, da muss man halt auch einfach sagen, muss er halt eigentlich auch nur Einkommenssteuer bezahlen. Einkommenssteuer bezahlen ist jetzt nicht so viel, als würdest du noch Umsatzsteuer bezahlen. Umsatzsteuer ist dann noch ein bisschen teurer, weil da musst du über 21.000 oder 22.000 Euro kommen und dann musst du auch Umsatzsteuer bezahlen. So, aber dann verdienst du eigentlich auch schon wieder so viel, dass du dir trotzdem da easy eine Wohnung leisten kannst und so weiter. Deswegen, ich weiß nicht, ich denke, da muss entweder psychisch irgendwas sein oder irgendwas familiäres. Aber 500 ist ja auch nicht wenig. Für alles drum und dran ist 500 Euro saumäßig wenig. Wenn du Miete zahlst, Essen bezahlst, Versicherungen und so weiter, sind 500 Euro nicht viel. Was passierte auf dem Knuspertoast-Discord? Es war eine Achterbahn der Gefühle. Es passierte ziemlich viel. Aber was führte zur Schließung? Also auf jeden Fall war es eine Mischung aus verschiedenen Ereignissen. Es gab Leute, die Pergamens Wohnsitz kannten. Es gab Leute, die rassistische und komische arabische Videos in den Chats schickten. Dann gab es noch Kenny und mich. Kurz zu uns. Kenny und ich hatten immer aus Spaß gesagt, dass wir Knuspi finden werden und uns beide bald in Görlitz treffen werden. Da Kenny in dieser Zeit in Görlitz gewohnt hatte. Und ja, es war nicht korrekt von mir, Aber wenn er Schaumstoff hinter seinem Laptop hat, dann nimmt er doch da auch auf. Das machst du doch nicht einfach zur Deko an die Wand. Du willst doch damit den Hall minimieren. Ja, selbstverständlich, Baku, aber irgendwie hat es ja nichts gebracht, weil die haben ja immer gebohrt. Immer wenn der Videos machen wollte, haben die gebohrt. Und sonst haben die Nachbarn, wenn er zu laut war, haben die Nachbarn immer direkt irgendwas gemacht. Und das ging ja alles nicht. Keine Ahnung, vielleicht hat er dann trotzdem einfach die Schaumstoffdinger drangelassen und hat die nicht abgemacht. Jemanden Angst zu machen, aber ich war damals ziemlich weird unterwegs. Auf jeden Fall war Knuspi der Meinung, dass dieser Discord zu gefährlich ist. Er wollte also verhindern, dass dieser Discord zum Austausch privater Informationen benutzt wird.
was ich vollkommen verstehen kann, da ich tatsächlich seinen vollen Namen rausgefunden habe und seiner Schule, wofür ich mich immer noch entschuldigen will. Also nach der Bikini-Bottom-Roleplay-Nacht wurde der DC gelöscht. Nach einer geraumen Zeit hatte mich Knuspi geedit und wir beide haben geredet. Er hatte tatsächlich ein schlechtes Gewissen, mich falsch behandelt zu haben. Knuspi ist privat ein sehr netter Mensch, der immer allen es recht machen will. Deshalb denke ich nicht, dass er uns abgezogen hat, sondern eher keine Motivation für neue Videos hatte. Nummer 5. Was bringte Knuspi dazu, seine Videos zu löschen? Wir wissen ja, dass er an einem Video saß, das aber verloren ging, da der PC den Geist aufgegeben hat aufgrund des Netzteils. Also war es nicht seine Schuld. Aber dadurch konnte er die Termine nicht einhalten, was dazu führte, dass viele Fans sauer wurden und Alpha Arsch und Kurva Kuchen sich auf ihn stürzten. Kuchen wird ja komischerweise auch als YouTube Deutschland angesehen. Knuspi arbeitete dann auf Hochtouren am Statement-Video. Bis er fertig wurde, hat er wahrscheinlich die eigentlichen Projekte stehen und liegen gelassen. Als sein Statement-Video veröffentlicht wurde, stürzte sich Kuchen wieder auf ihn. Knuspi selbst hatte absolut keine Lust mehr auf den Beef, was er auch getweetet hat. Danach verschwand er, keine Ahnung, was er gemacht hat. Er zeigte wieder ein Lebenszeichen mit dem Twitch-Stream, doch dann ging es schnell. Also man merkt doch einfach, dass es aber auch übelster Bullshit ist. Würde er es ernst meinen und auch wirklich Videos produzieren wollen, dann hätte er doch nach dem Statement mal noch wenigstens ein Video rausgebracht. Ich meine, wir haben doch dazu nichts mehr gesagt. Wir haben gesagt, okay, es tut uns leid, das und das war falsch. Da und da stehen wir trotzdem dahinter und dann hätte er ganz normal Videos machen können. Also als ob wir, also wisst ihr, wie das so rüberkommt? Wir sind jetzt dran schuld, dass Knuspertoast aufgehört hat mit Videos. Weil, oh, zwei YouTuber haben ihn kritisiert. Knuspertoast kritisiert. Und das, obwohl der Zuschauer hat, die extrem viel, also die ihn extrem krass pushen. Die selbst wenn der, keine Ahnung, wenn der irgendwo jemanden, wenn der irgendeine Scheiße macht, selbst dann würden die den brutal feiern. Ist einfach so. So, als ob wir dran schuld sind, dass der Typ aufgehört hat mit YouTube oder so. Oder weil er dann keinen Bock mehr hat oder so. Es war cringe. Das Video von Just Nero released, wo Knuspertoast als faulster YouTuber bezeichnet wurde. Ist das Story, wo Karl T gesmoked hat und danach irgendwie eine Caption mit "Es ist vorbei, Leute" oder so. Oder "Ich bin raus, Alter". Ich habe leider keinen Screen davon. Ein paar Tage danach, am 24.06., stellte er alle Videos auf privat. In seiner Insta-Bio war das Statement-Video, aber wenn man danach sucht, ist es auf privat. Ich denke, er hat sein Leben und seine Situation reflektiert und will mit Knuspertoast abschließen. Wie ich darauf komme, er hat selbst sein Versprechen bzw. seinen Pakt nicht einhalten können. Er hat seinen DC und seinen Spotify-Account von Crispy, tja, auf Callum geändert. Was wohl bedeutet, dass er sich nicht mehr als Knuspertoast sieht, sondern als Kalle. Um dann final damit abzuschließen, nahm er alle Videos runter. Das Fazit. Wir sollten Knuspis Entscheidung akzeptieren und ihn nicht mehr damit nerven. Er wird sicherlich zurückkommen, da YouTube seine Leidenschaft ist. Aber für erst sollten wir ihn in Ruhe lassen. Jungs, ihr könnt seine Videos auf sämtliche reuploaden Kanälen finden. Aber ganz ehrlich, warum sollten wir der Vergangenheit nachtrauern, wenn wir auch Neues entdecken können? Mein Angebot an euch. Es gibt viele kleine Kanäle, die eine Chance... Alpha Kevin, der hat echt eine Chance verdient. ...verdient haben. Ja. Ich packe euch davon ein paar in der Beschreibung. Ja, bin ich mit drin? Erdbeere, Nudel, Timothy, Birkendirk. Ach nee, der hat mich auch Alpha Arsch genannt. Scheiße, jetzt bin ich nicht mit dir drin. Scheiße. Alle geben uns auch sehr viel Mühe bei unseren Videos. Also würde ich mich wirklich auf ein Abo, einen Like und auf einen Kommentar mit deiner Meinung dazu freuen. Jungs, bleibt stramm. Ich bin erstmal weg. Peace out. Peace out, Leute. Ja, nee, ich meine, es ist ein gut zusammengefasstes Video, muss man sagen. Aber es, weißt du, es hört sich jetzt so an wie, ja, also Alpha Kevin und Kuchen TV, die waren dran schuld und auch Just Nero, dass er keine Videos mehr macht, weil die haben ihn ja kritisiert. Wow, wir haben ja noch nie Leute kritisiert, ja. Also das Ding ist halt, es beschwert sich niemand, würde FIFA Gaming sowas abziehen. Würde jeder sagen, ja, komplett korrekt, wie kann der sowas machen, sich nicht an Versprechen halten, was ist das für ein Typ? Oder wenn es ein 7X ist, wie kann denn der das noch nicht machen? Weil es ein Knuspertoast ist, weil den jeder gefeiert hat. Also da muss man sagen, wie können die den kritisieren? Das gibt's ja wohl nicht. Also die können ihn doch nicht kritisieren, jetzt macht er keine Videos wegen denen. Also wirklich frech. Das wird einfach frech, einfach ehrenlos. Und das muss man einfach mal so sagen. Das geht so nicht mehr weiter.
Nee, deswegen äußerst lost angelegt. Also es ist relativ lost, das jetzt so, sage ich mal, zu argumentieren. Man weiß nicht, warum der aufgehört hat. Der hat ja kein Statement gebracht. Der hätte ja ein Statement mal bringen können, warum das so ist, warum er vielleicht keine Lust mehr hat und so weiter. Aber wenn es nicht ist, dann ist es nicht.